Guten Morgen. Guten Morgen. Und herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit uns, mit Floriana. Und herzlich willkommen von unserem Strandcamp. Yeah. Denn wir stehen hier immer noch am selben Strand, an dem wir das Video letzte Woche beendet haben. Es ist richtig schön hier. Wir stehen hier direkt am Wasser, am Zvernec Beach. Und zwar in der Nähe von der kleinen Stadt Flora. Ja, und weil es hier so schön war, sind wir mittlerweile seit 4 Tagen hier. Und ja, es hat richtig Spaß gemacht. Wir konnten hier so ein bisschen runterkommen, so ein bisschen arbeiten und auch unseren ersten Kulturschock hier von Albanien verarbeiten. Und mittlerweile sind wir auch tatsächlich begeistert und freuen uns auch umso mehr, in die zweite Woche hier zu starten und noch weitere Punkte zu sehen. Genau, aber erst einmal müssen wir hier alles zusammenpacken und wirklich weiterfahren, weil heute müssen wir auch weiterfahren, denn wir haben gar nichts mehr zu essen da. Wir müssen auch Wasser auffüllen und genau, deswegen fahren wir gleich weiter, nehmen euch heute dabei mit und starten mit euch gemeinsam in die zweite Woche Albanien. Dann lass uns zusammenpacken und hier losfahren. Ja. Auf geht's. Schaukelt ganz schön. Das ist eine schöne Strecke. Ja. Die Straße hier zum Strand. Die ist richtig steinig und mit Schlaglöchern versehen. Man muss hier wirklich fast Schrittgeschwindigkeit fahren. Und das ruckelt ganz schön. Und wir haben hier auch einen geplatzten Stoßdämpfer. Und da ist auch gerade irgendwie nicht heile. Die klappern hier richtig und machen richtig Geräusche. Man echt langsam fahren. Und sich nicht stressen lassen von demjenigen, der hinter einem ist und vielleicht schneller will. Aber man macht halt so in seinem Tempo, ne? Wie man zufrieden ist. Ja. Straße zu fahren. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Und jetzt geht's weiter. Wir befinden uns übrigens im kleinen Städtchen Flora und müssen hier auch durchfahren, weil wir nämlich jetzt wieder so ein bisschen in die Berge, so einen Bergpass hochfahren und haben hier gerade noch mal Obst und Gemüse eingekauft. Und Wasser aufgefüllt, genau. Und jetzt müssen wir halt hier einmal durch, ist ein bisschen Stau. Oh ja, das hier ist Flora.
Wir sind angekommen am höchsten Punkt des Lugara-Passes auf 1027 Metern Höhe und stehen hier am Panorama-Aussichtspunkt und haben tatsächlich ein fantastisches Panorama. Ich zeig's euch ganz kurz mal. Und wir haben übrigens eine ganz klare Sicht, keine Wolke am Himmel. Das heißt, wir können da hinten schon Korfu, Griechenland sehen, das ist nur 50 Kilometer entfernt. Hier unten, das kleine Küstenstädtchen, ist nur 3 Kilometer entfernt, aber es geht hier 1027 Meter runter bis zur Küste auf 3 Kilometer. Und auch sehr interessant, der Lugara-Pass ist eine Wasserscheide zwischen dem Adriatischen Meer und dem Ionischen Meer. Haben wir wieder was dazu gelernt. Auf jeden Fall sehr interessant. Wir machen eine ganz kurze Pause hier oben, genießen den Panorama-Ausblick und dann fahren wir auch weiter zu unserem heutigen Stellplatz. Angekommen und zwar sind wir hier in Borsch am Strand und sitzen jetzt gerade hier in so einer Beachbar, haben was zu essen bestellt, weil wir Hunger haben. Wir sind den ganzen Tag Auto gefahren über diese schöne Straße, den Lugara-Pass. Ist wirklich eine sehr schöne Straße, haben sehr genossen, da lang zu fahren, sehr tolle Ausblicke gehabt und jetzt sind wir hungrig, wie gesagt, haben was zum Essen bestellt und gleich geht es dann weiter. Wir fahren mit Carlson hier weiter runter. Und stellen uns einfach an den Strand, ans Wasser und verbringen den Abend. So, und jetzt stehen wir hier wirklich auf unserem Stellplatz. Wir haben uns hier einfach an die Straße vom Strand gestellt.
glaube, dass hier abends nicht so viel Verkehr ist oder nachts kein Verkehr ist. Ansonsten die anderen Plätze, die hier so sind, das sind halt so kleine Campingplätze. Das ist so Privatgelände, abgezäunt. Da ist dann so eine Dusche aufgestellt und Toiletten und so ein Wasserhahn für Frischwasser. Und dann ist der Chef halt im Zelt, der daneben campt und dann immer die 10 Euro pro Nacht verlangt. Auf jeden Fall witzig. Jetzt haben wir uns einmal hier hingestellt, jetzt haben wir nichts. Und Sonne geht gerade unter. Und jetzt machen wir uns halt Bett fertig und auf jeden Fall werden wir jetzt schlafen, weil ein harter Tag, Autofahren und auch immer so konzentriert Autofahren ist sehr anstrengend. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Also, gute Nacht. Guten Morgen. Guten Morgen. Aus Borsch. Aus Borsch. Wie die russische Suppe Borsch. Und es ist richtig schön hier. Das Wasser ist richtig klar. Ganz anders als jetzt noch an dem anderen Strand, wo wir standen. Ja, und wir werden gleich mal reinhüpfen. Eine kleine Erfrischung am frühen Morgen. Wir trinken gerade unseren Tee. Und dann starten wir in den Tag. Ja. Was machst du denn da? Ich mache ein Gesichtspeeling. Heute ist nämlich Wellness-Tag. Das ist richtig gut. Wir machen uns gerade Frühstück. Der Pflaumenkompott ist schon fertig. Mega lecker. Und wir machen uns jetzt hier Pancakes. Wieder einmal. Weil letztes Mal waren die nämlich richtig lecker. Und wir haben einen tollen Blick auf den Strand. Thank you.
Hey, hör auf, da im Müll rumzueiern, mein Freundchen. Hm? Ja, hier laufen Kühe rum, hier laufen Ziegen rum und auch Pferde und essen, was sie zwischen die Zähne bekommen. Habt ihr auch gerade gesehen, dass das Pferd aus dem Müll alles rausholt und versucht, da irgendwie was zu finden. Ja, so ist das halt hier. Ich bin auf dem Weg jetzt zur Strandbar, wo ich heute Morgen schon einmal ganz kurz saß, ein bisschen gearbeitet habe mit Blick aufs Wasser. Das war auf jeden Fall richtig herrlich. Wieder mal ein schöner Arbeitsplatz. Und ja, werde nochmal die letzten Abendstunden jetzt, Sonne ist gerade untergegangen, noch so ein bisschen ein, zwei Sachen machen. Und ja, dann mal gucken, dass wir auch ins Bett gehen. Ah, ich bin fertig. Das war's jetzt mit Arbeit. Bin auf dem Rückweg zu Carlsson und zu Jana. Die warten schon auf mich. Und ja, mittlerweile stockdunkel geworden. Ah, aber angenehm kühl. Das ist ganz schön. Dann kann man besser schlafen. Und das werden wir auch gleich tun. Ah, man sieht mich gar nicht mehr. Stockdunkel. So, jetzt wieder. Dann sehen wir uns morgen wieder. Gute Nacht. Das hier ist übrigens der kleine private Campingplatz. Und hier in dem Zelt schläft der Chef und dann wird hier immer 10 Euro abkassiert. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, wir hängen immer noch hier am Strand und zwar an dem Borsch-Strand. Denn wir sind vor ein paar Tagen hier etwas hängen geblieben. Eigentlich wollten wir nur eine Nacht bleiben, aber mittlerweile sind es irgendwie 3 Nächte geworden. Ja, aber es war super schön hier. Das Wasser ist richtig klar. Nicht so wie im Norden von Albanien, da war es eher milchig. Aber hier ist das Wasser hier wieder richtig klar. Und außerdem ist der Strand hier auch mittlerweile fast leer, weil die Sommersaison vorbei ist. Das merkt man auch. Was auch richtig angenehm ist, man hat quasi den Strand fast für sich alleine. Und wir können von hier aus tatsächlich richtig gut Korfu sehen. Das war auch richtig schön. Man konnte abends sogar die Lichter sehen. Ja, und wir haben uns hier ja 3 schöne Tage gemacht. Und ja, heute wollen wir aber jetzt endlich weiterfahren. Und wohin wir fahren, erzählt euch jetzt mal Flo. Jetzt reicht's auch erstmal mit Strand. Diese Woche haben wir genug Strand-Content. Und wir fahren heute weiter, wieder von der Küste weg ins Inland. Denn da haben wir einen Punkt, den wir schon seit Anfang der Reise unbedingt sehen wollen. Und zwar die kleine Stadt Girokastra, auch genannt die Stadt der 1000 Stufen. Da sind wir auf jeden Fall gespannt drauf. Letzte Woche gab es ja schon Bera, die Stadt der 1000 Fenster. Und heute kommen die 1000 Stufen. Genau. Auf jeden Fall müssen wir Wasser mitnehmen. Ja, das vergessen wir nämlich immer gerne. Ja, genau. Ja, und dann müssen wir gucken, dass wir fahren einfach ein bisschen rum und gucken mal spontan, ob wir noch irgendwo etwas sehen, was wir ganz gerne mitnehmen möchten. Ansonsten geht es dann Ende der Woche über die Grenze nach Griechenland. Genau, und da würden wir sagen, sehen wir uns gleich in Girokastra wieder. Bis gleich. Und da sind wir auch schon. Wir sind gerade angekommen, haben Carlsson gerade geparkt und stehen hier vor der Altstadt von Girokastra, und zwar der Stadt der 1000 Stufen. Ja, und jetzt gehen wir mal rein. Wir haben keine Ahnung, was uns erwartet. Wir sind auch richtig gespannt und schauen uns das mal an. Ja, gemeinsam. Los geht's. Los geht's. Thank you.
Giro Casta. Jetzt sind wir hier mittendrin, sind schon ein bisschen rumgelaufen. Und ja, eine recht große Stadt mit 20.000 Einwohnern. Und die 1.000 Stufen haben wir noch nicht entdecken können. Nee, aber wir vermuten, dass sie zur Burg hochführen. Aber wir haben jetzt gerade gesagt, da gehen wir jetzt erstmal nicht hoch heute Abend. Da sind wir zu müde für. Aber vielleicht, wenn wir noch eine Nacht hier in der Gegend bleiben, vielleicht gehen wir da morgen früh nochmal. Wer weiß, genau. Wir haben auch gerade gelesen, dass sie zur ältesten Stadt des Landes gehört und dass sie ein wichtiges kulturelles Zentrum ist. Ja, und gehört zum Weltkulturerbe des UNESCO seit 2005. Ja, die ersten 30 Stufen haben wir gefunden. Hoch zur Moschee. Also Frauen und Männer müssen getrennt hier reingehen. Die Männer kommen hier unten raus und die Frauen kommen da oben raus. Das ist ja witzig. Treffen wir uns draußen, okay? Lecker aus, ne? Mhm. The white cheese. Mhm. Das ist gebackener Feta-Käse, ne? Mhm. Glaube ich. Es ist schon dunkel geworden und wir haben gerade lecker gegessen und gehen jetzt zurück nach Hause. Und mal gucken, ob wir da, wo wir stehen, auch schlafen oder ob wir noch jetzt einen neuen Platz suchen müssen. Ja, das ist die Frage. Ja, es ist die Frage, ey. Aber erstmal gehen wir jetzt zurück. Zu Carlson. Nach Hause. Nach Hause. Voll schön, wenn die Lichter angehen. Dann ist es gleich ein ganz anderer Flair. Mhm. Ich mach noch mal ein paar Aufnahmen gleich. Da sind wir schon zu Hause. Wir haben uns jetzt entschlossen, doch hier zu stehen, auf diesem Parkplatz an der Straße. Die Straße ist heute Nacht wahrscheinlich ruhig. Und ja, für eine Nacht reicht es auf jeden Fall. Dann fahren wir morgen weiter. Wohin wissen wir noch nicht. Das werden wir jetzt erstmal ein bisschen recherchieren. Aber wir auf jeden Fall sehen uns morgen wieder. Also, gute Nacht. Guten Morgen. Ja, da stehen wir jetzt hier immer noch auf unserem Stellplatz von gestern in Giro Casta. Hinter uns kann man es auch noch sehen. Und ja, die Nacht war nicht so erholsam, um ehrlich zu sein. Aber es war okay. Also es war recht laut noch recht lange gestern Nacht. Und es war super, super hell, weil die Straßenlaternen Carlson richtig angestrahlt haben. Und daher haben wir jetzt nicht so erholsam geschlafen, aber es ist okay. Wir fahren jetzt auch direkt weiter und zwar noch ein Stück weiter an die griechische Grenze. Aber vorher machen wir noch einen kleinen Stopp.
Genau, an einem Spot, der nennt sich das Blaue Auge. Und was es genau ist, erzählen wir einfach, wenn wir vor Ort sind. Genau, also düsen wir jetzt los. Wir düsen los. Wir sind da am Blauen Auge, also wir gehen gerade hin, das ist noch ein Marsch von ca. 2 Kilometer und wir haben uns jetzt, Schande, gar nicht informiert über das Blaue Auge. Das erzählen wir euch nachher mal. Haben wir vergessen. Ja, haben wir vergessen mal zu googeln, so ein paar Details halt für euch und auch für uns natürlich. Ja, auch für uns. Aber das holen wir nach, wenn wir wieder zurück sind. Genau, dann erzählen wir ein bisschen was über das Blaue Auge. Jetzt aber erstmal zeigen wir es euch. Das Wasser ist. Ja. Da sind wir. Wir können hier mitten reingucken ins Auge. Und ja, das ist so eine Quelle. Das Wasser kommt hier aus dem Erdboden. Und ich meine, das ist die wasserreichste Quelle ganz Albaniens. Hier kommt pro Sekunde ganz viel Wasser runter. Wie viel, sagen wir euch nachher. Auf jeden Fall sieht das richtig toll aus. Das Wasser ist so türkisblau und ja. Also richtig klar das Wasser. Man kann richtig tief reingucken. Das ist, glaube ich, richtig gut zum Trinken. Ja. Energiegeladen. Wir sind wieder zurück an Carlsson. War auf jeden Fall sehr interessant, das Blaue Auge. Auf jeden Fall kann man das mal machen, da mal hinlaufen und sich das mal angucken.
Wir haben jetzt nachgelesen und zwar ist tatsächlich das Blaue Auge die wasserreichste Quelle des Landes. Und zwar mit 6 Kubikmeter pro Sekunde schießt das Wasser unter hohem Druck aus einem Quelltopf hervor. Und man weiß immer noch nicht genau, wie tief dieser Quelltopf halt liegt. Man weiß aber, dass dieses Blaue Auge mehr als 50 Meter tief ist. Ist der absolute Wahnsinn. Also sich mal vorzustellen, dass da unterirdisch wahrscheinlich noch so ein Riesensee ist oder irgend so ein System, ist einfach Wahnsinn. Ja, wir sind wie gesagt wieder am Stellplatz und beenden jetzt auch dieses Video. Hat wie immer Spaß gemacht, euch mitzunehmen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen, teilen, weitersagen, abonnieren und die Glocke aktivieren. Das hilft uns, unterstützt uns. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare. Folgt uns auch bei Instagram und dann sehen wir uns, weil wir nämlich jetzt die nächsten Tage, morgen, übermorgen, über die Grenze nach Griechenland fahren werden. Und nächste Woche aus Griechenland wieder. Da freuen wir uns richtig drauf. Also, bis nächste Woche. Tschüss.